Etwas, was wir sehr oft hören, was natürlich kein Sachargument ist, aber es heißt, wir werden neoliberal. Das ist ein Kampfbegriff der Linken. Und wie das bei Linken oft so ist, sie benennen einen Begriff, ohne mal nachgeforscht zu haben, woher er kommt. Der Neoliberalismus ist eine Reaktion auf den Liberalismus, weil der Kommunismus aufkam und Sozialismus. Das heißt, die Neoliberalen wollen einen ordnenden Staat. Die wollen zum Beispiel auch eine Kartellbehörde. Ja? Das wollen wir gerade nicht. Wir sind also nicht neoliberal. Also der Vorwurf trifft uns also doppelt nicht. Ja? Wir sind libertär, ja, wie man das inzwischen nennt. Das heißt, wir sind dafür, dass die Menschen wirklich alles selber entscheiden. Und der Staat nur dafür zuständig ist, das Leben und das Eigentum der Menschen zu schützen. Er soll aber nicht eingreifen in die Wirtschaft. Ja. Das heißt auch, ja, aber es gibt ja Ungerechtigkeiten, die dazu beseitigen werden. Nein, das habe ich ja versucht zu erklären. Es geht dann wesentlich gerechter zu, wenn die Menschen über ihr Geld selbst verfügen können, weil ihnen viel mehr bleibt und sie sich selber aussuchen können, wer sie sozial oder wie auch immer versorgt oder wer die Gesundheitsversorgung gewährleistet. Also wir sind weder neoliberal, noch finden wir Neoliberalismus gut. Neoliberalismus ist nur eine andere Form von Sozialismus.